Hallo und willkommen zurück. Eine weitere Folge Mad Max. Am Sonntag. Ist es schon Sonntag, der 19.? Ich glaube, ja. Laber doch nicht immer so ein Kram, ey. Also erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich. Auch wenn die Viewzahlen nicht so zahlreich sind, hoffe ich doch, dass die, die zugucken, sich die Folgen immer schön bis zum Ende reinziehen. Das würde mich nicht mehr unterstützen. Und, yo, that's it! Und deswegen springen wir mal eiskalt runter, ey. Wir kennen da nichts, Mann. Wir sind Mad Motherfucking Max. In der letzten Folge gab es einen richtig krassen Sandsturm oder Wüstensturm. Solltet ihr euch reinziehen, falls ihr die Folge nicht gesehen habt. Super episch hier in dieser Atmosphäre. Was ist eine War Party? Ich sehe gar nichts, ey. Ach komm, wegen einem Auto kannst du dir nicht in die Hose. So, da drin geht die Party. Okay, wir haben zwei Sniper, was nicht cool ist. So, ich hoffe, ich krieg den hier mit der Kanone runter. Yep. Einer haben erwischt, sehr gut. Der andere Sniper steht auf der anderen Seite. Wow, den kriege ich wahrscheinlich nicht. Gucken, ob ich den auch mit der Kanone hier runterkriege. Yes. So, die sind in Alarmbereitschaft, da will ich jetzt aber nicht angreifen. Ich wollte auf jeden Fall die Sniper mal runterhauen. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt selber Schuss habe für das Snipergewehr. Und wir können auch ganz bald mal wieder hier Punkte verteilen bei dem Kumpel hier unten. Wo ist er denn? Na, ich habe nur gerade auf dem Radar gesehen. Hier bei dem Kumpel. Griffer war es genau, weil ich habe nämlich schon wieder einiges freigeschalten. So, mal gucken. Ist das Lager noch an Alarmbereitschaft? Sieht man das hier irgendwo? Ich würde sagen, ausprobieren. Irgendwo war da noch ein Sniper, glaube ich. Waren es nicht drei? Diese Harpune. Okay. Wir gehen einfach mal vorne rum rein, oder? Komm, wir machen ein bisschen auf die Fresse hier. Schade, nie so ein bisschen prügeln. Okay, das Turm müsste ich wahrscheinlich aber auch wegkriegen mit meiner Harpune, oder? Guten Flug, Captain. Was ist mit euch los, ihr beiden? Sag mal. What the fuck macht ihr denn? Na gut, ich lasse euch beiden mal alleine, okay? Ich habe nichts gesehen. Okay? Hört auf, mit dem Stein zu werfen. What the fuck? Was war das denn? Was hat mich denn da gerade erwischt? Was zur Hölle hat mich... Waren das gerade die Steine, die die geworfen haben? Ich schneid's nicht. Also Leute, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich kann die alle mit der Harpune kriegen hier. Ach komm, das ist langweilig, oder? Gehen wir mal hier Good Old Schlägerei machen, oder? Hi Jungs, da bin ich. Ich fand nicht ganz in Ordnung.
Ganz netter Fight bis jetzt. So, da oben auf jeden Fall Loot. Ich glaube, ich muss hier einmal runter. Genau. Okay. Zerstöre alle Transfertanks, alles klar, mache ich, Chef. Okay, hier ist einiges zu finden, glaube ich. Hier müssen wir erstmal da hoch. Ab geht die Party. Eins von sechs Primärzielen, okay, das scheint eine größere Aufgabe hier zu sein. Nehmen wir da mal Benzinkanister da mit, vielleicht bauen wir weiter oben nochmal ein. Aber ihr seht, der wird sogar jedes Mal wieder hier neu hingesetzt. Der hat nämlich so eine Kontur gehabt. Da oben haben wir wieder so eine Glyphe. Ah, Mist. Schon wieder so ein... Was machen die immer mit den Gefangenen in ihren Zellen da, ey? Einfach an einer Waffe. Auf Wiedersehen. Die Transfertanks zerstören. Ich frage mich trotzdem, wow, sind das für ein geiles Ding hier? Okay, Ralf. No rest, no fun, ne? Was hängt da unter dir? Eine Lampe? Man sieht's nicht. Einfach so eine Schrottlampe, ne? So, schön langsam gehen, okay. Ah, es gibt auch wieder was zu trinken hier. Sehr gut. Kann ich gleich mir selber mal was einschenken hier. % Bonuswasser, yay! Okay, ich glaube, hier sind wir durch. Das heißt, wir können auf dem Rückweg die ganzen Sachen mitnehmen. Hier ist wieder was zum Bauen für Cheat, was sehr geil ist. Was finden wir hier? Oh, geil, das war's. Sperrcrew, genau das wollte ich haben. Ich bin sehr gespannt, was dieses Sperrcrew für ein Feature hat für mich. Das ist wirklich... Also ich glaube, wenn ich in Cheats Festung hier weiter so mache, also Nahrung baue ich nicht, weil ich voll bin, dann werde ich auch mit Sicherheit einfacher hier durch die Welt kommen. Wie viele gibt es denn von diesen Insignien hier? Drei. Okay, zwei muss ich noch kriegen. Eins habe ich ja schon draußen gesehen, eine. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Leiter. Genau da. Oh, hallo. Gibt es einen Benzinkanister irgendwo? Nope. Ah, okay, jetzt habe ich gar nicht auf den Sack bekommen. Nein, nein, ich wollte ihn eigentlich hier schön an die Wand festnageln. Okay, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Oh shit, Mann. Wow, wow, der hat eine Stange. Die will ich haben. Oh, ich kriege auf den Sack. Nein, schon wieder von hinten. Ich das hasse. Nein, die schon wieder von hinten. Ach, komm schon. Nein, 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 oh Gott, den Fight verliere ich, ey, Leute. Nein, ich hab's gewusst. Alter, war eine Schwede. Da waren zu viele! Fortfahren! Bullshit, Mann, ich will doch nicht sterben. Was soll das denn, ey? Naja, shit happens, ne? Need to fill up on water.
was? I need to fill up on water. Ich bin komplett voll. Was kann ich denn da machen? Na komm, ich komm sogar runter. Das ist ein lustiger Fight hier unten. Okay, kann es sein, dass ich da unten extrem hart vermöbelt habe jetzt gerade alle? 33 Trefferserie, neuer Rekord. Jupp. Läuft bei Mad Max und ich habe irgendwie gar keine Energie verloren. Okay, hier unten war das auf jeden Fall besser. Gibt es den Walkfeuer noch? Nein, gibt's noch. Hallo. Schnauze da oben. Führe eine Kombo-Kette mit mindestens 20 Schlägen vor. Yay, habe ich geschafft. Habe ich gemacht. Sehr nice. So, jetzt können wir uns wieder ums Looten kümmern. Fünf von elf. Wow. Okay, hier ist mein neues Ziel. Das sind die Benzinkanister. Nein, 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 nein. Muss es sein. So, ein bisschen Schrott gefunden. Insignia. Ah, cool. Und was zum Aufbrechen. Gucken, was da drin ist. Ah, auch wieder Schrott. Okay, ich habe 405. Das heißt, ich kann in meiner Werkstatt diese Spikes ausrüsten. Für die Karre. So, die wollte ich die ganze Zeit haben, weil ich immer gerne Leute überfahre mit dem Auto. Und dann könnt ihr nicht mehr auf mein Auto draufspringen. Sehr nice. Achso, warte mal, bevor ich darüber gehe, sollte diese Dinger da in die Luft springen. Okay, hat funktioniert. Ist ja hoch eigentlich. War ich da oben schon? Schauen wir mal rein. Naja. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das geht immer ganz schnell. So, noch zweimal Schrott und haben wir es geschafft. Hier müsste ein Seil sein, genau. Yay! Okay. Haben wir den Luft gesprengt, das heißt, da gehen wir jetzt hoch. So, das Ding machen wir natürlich kaputt hier. Ich hoffe, mein Auto stand da nicht unten. Nope. Auch super gelagert, muss ich sagen. Haben sich echt was dabei gedacht. Die Physik Engine ist aber echt geil, so auch mit den Explosionen. Gut, die beiden hätten wir auch. Dann schauen wir nochmal da in die Ecke. Nicht, dass da noch irgendwie Schrott rumliegt. Genau, wie ich erwartet habe, liegt da noch Schrott. So, jetzt fehlt nur noch eins.
Die Insignien haben wir. Die Tür haben wir. Ah ja, hier. Schrott haben wir, Insignien ist auf dem Rückweg noch eine und ein Kanister fehlt noch, so wie es aussieht. Den sehe ich aber gerade nicht. Ist aber was, was eigentlich sehr ins Auge stechen sollte. Gucken wir da wieder runter. Wow. War ich denn hier schon? Nein, da war ich noch nicht. Ah ja, okay. Da ist der letzte Kanister, sehr gut. Ah, die packen wir da hin. Und weg hier. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßig Schrottlieferung beisteuern. Sehr geil, das heißt, ich bekomme jetzt ab sofort 80 Schrott jedes Mal. Und die eine Insignie fehlt noch, die habe ich aber gefunden, die ist am Ausgang. Läuft. Hier unten war es das dann. So, ich komme hier nochmal raus. Ah, da, ja, hier. Wunderbar. Hm, das sieht schwer nach Ausgang aus, glaube ich. Genau, und hier irgendwo... Ne, warte mal. Da ist die Insignie, genau. Ach Gott, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Oh shit, nein. Mist. Warum habe ich das jetzt nicht getroffen? Ah, die ganzen Medi-Jungs. Okay, das heißt, ich muss dann nochmal hoch und mit dem Benzinkanister dann was machen. Alles klar, der Weg führt zurück. Also, ich habe die zwar sehen können, diese Insignie, aber ich konnte sie nicht von hier aus platt machen. Dafür brauche ich einen Benzinkanister. Ich hoffe, da stehen noch welche. Wunderbar. Den droppe ich einfach mal da an der Ecke und hoffe, dass er das Ding zerreißt. Ja. So, hätten wir das auch erledigt? Kann ich da runter? Ja, kann ich, sehr gut. Cool, dann hätten wir mal wieder einen weiteren Punkt auf der Karte erledigt. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch hier oben dieses Lager. Dann hätten wir die ersten Bauteile zusammen für die Festung von Tietz, Jetz oder so. Hier unten kann ich auch noch mal ein bisschen was absahnen. Ich glaube, ich würde mich jetzt mal darum kümmern, hier diese Sachen alle einzusammeln, um das ganze Zeug mal, um diesen ganzen Schrott aufzusammeln. Und meine Vorherrschaft hier in diesem Gebiet weiter auszubauen. Bin da leicht dominant. Wie viele Schrottteile habe ich denn gerade? 35, na gut, damit gewinne ich keinen Blumentopf. Die Stacheln sehen mal richtig mad aus, oder? Ah, guck mal, da steht einer rum. Pech gehabt. Die standen da rum, ne? Das gefällt dir, ne? War mir klar. Don't stray. Yes, gladly. It is my sacred place. Ah, noch einer. War nicht uninteressant. Außer er wird stehen. Ne, er fährt weiter. Dann seid ihr kurz mit der Pune rausgeholt. Was neuer Feind, was soll das denn gerade? Kann ich da drauf klettern oder nicht? Wow, mit Schießerei.
Hauptfaustkampf, Leute, kommt her. Und der andere ist schon jetzt tot, oder was? Den habe ich ja schnell gekillt. Okay, wir schießen immer eine Shotgun auf mich. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Ein Bonus Willenskraft, yay! So, mal schauen. Hier ist ein Benzinkanister. Ja, den Konvoi, den lassen wir jetzt mal kurz außer. Den kümmern wir uns mal nicht. Der wird schon nicht auf uns zufahren. Oder doch? Nee. Was kriegen wir von dem Kollegen? Snipergewehrkugeln, sehr gutes Gewehr, kann ich nicht mitnehmen, ne? Das liegt halt da, okay. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir waren sehr erfolgreich. Und werden in der nächsten Folge... Na, da erstmal runterspringen, genau. Wir trinken hier erstmal was. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns weitere Schrottteile besorgen. Ich bin Mad Max, ich habe Durst und danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Winke, winke.